Hallo und herzlich willkommen bei DVS-TV, Ihrem Branchensender für die Füge-, Trennen- und Beschichtungstechnik. Und hier sind die Themen in dieser Woche. Oerlikon, Produktivitätssteigerung beim Plasmaschneiden. 3M startet Innovationsinitiative. DVS und GSI, Stärkung der regionalen Zusammenarbeit. Dörrenberg Studien-Award vergeben. ITSC in Singapur. Das neu entwickelte FAS-Aggregat von Oerlikon ermöglicht die Vermeidung aufwendiger und kostenintensiver mechanischer Schweißnahtvorbereitung. Das System ermöglicht die Realisierung von V-, X- und K-Schweißnahtvorbereitungen bis 45 Grad mit einer Genauigkeit von 1 mm. Durch die vollautomatische Ansteuerung des Plasmabrenners können auch Konturen bearbeitet werden, selbst wenn sich der Winkel während des Schnittes ändert. Das System ist bereits im Behälterbau, im Rohrleitungsbau und im Schiffbau im Einsatz. Der Technologiekonzern 3M hat eine neue Internetplattform für Unternehmen und kreative Denker und Dienstleister ins Leben gerufen. Unter zukunft-innovation.com können sich Unternehmen und Institutionen mit kreativen und innovativen Menschen zu einer neuartigen Online-Community vernetzen. Die einen suchen Ideen für eine bestimmte Frage, die anderen entwickeln Lösungen. Mit der Plattform will sich 3M für eine verbesserte Innovationskultur in deutschsprachigen Ländern engagieren. Die GSI, Gesellschaft für Schweißtechnik International, und der DVS, Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren, stärken ihre Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, auch bei Informationsveranstaltungen. Anlässlich eines Besuchs in der SLV Duisburg nutzten wir die Gelegenheit, ein paar Fragen zu diesem Thema zu stellen. Ja, ich begrüße Herrn Professor Keitel, den Geschäftsführer der GSI. Herr Professor Keitel, die GSI verstärkt aktuell die Zusammenarbeit mit den regionalen Verbänden des DVS. Welches Ziel verfolgen Sie damit? Die GSI, Frau Dr. Rosen, ist ja mit ihren schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalten sehr eng regional verwurzelt. Das ist einer der großen Vorteile, die wir unseren Kunden auch bieten können. Und diese starke Verwurzelung resultiert letztlich auch aus der Zusammenarbeit mit den regionalen Bezirks- und Landesverbänden des DVS. Deshalb bemühen wir uns darum, diese Zusammenarbeit auch zu verstärken und zu unterstützen. Sie dient letztlich der Unterstützung des Technologietransfers, den die schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalten traditionell betreiben und der auch im Programm des DVS verankert ist. Ein Beispiel dafür sind die Duisburger Schweißtage. Die Duisburger Schweißtage sind, Frau Dr. Rosen, ein sehr schönes Beispiel, denn sie zeigen, wie wir hier im Ruhrgebiet die Zusammenarbeit mit den regionalen Bezirksverbänden und mit den beiden Landesverbänden Nordrhein und Westfalen unterstützen. Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten in den Landes- und Bezirksverbänden, denn diese Zusammenarbeit ist für die GSI und die SLV Duisburg ganz besonders wichtig. Die Mitglieder der Landes- und Bezirksverbände sind für uns wichtige Multiplikatoren und wir möchten andererseits diesen Mitgliedern von uns durch die Tagung ein interessantes Leistungsangebot erbringen. Frau Kempken, Sie sind hier in der SLV Duisburg verantwortlich für die Organisation der Duisburger Schweißtage. Wie ist denn der aktuelle Stand der Vorbereitung? Der aktuelle Stand der Vorbereitungen für die Duisburger Schweißtage am 10. Juni diesen Jahres sind sehr weit fortgeschritten. Wir haben also Vortragende gewinnen können aus der Industrie und den Universitäten mit einem sehr interessanten Plenarvortrag und auch einigen Vorträgen aus ganz vielen Bereichen der Schweißtechnik sowie der Normung. Alle Firmen aus diesem Umkreis, sprich hier, die auch die Bezirksverbände und Landesverbände einbeziehen, haben die Möglichkeit, an einer begleitenden Ausstellung innerhalb dieser Tagung teilzunehmen. Dazu können Stände angemietet werden. Unter anderem sind schon Stände vermietet worden. Wir freuen uns auch immer wieder über die Besuche der Universität Duisburg, Bochum, also alle, die hier in Nordrhein-Westfalen naheliegend an unserem Hause sind. Herr Professor Keitel, welche besonderen Vorteile haben DVS-Mitglieder bei dieser Veranstaltung? Frau Dr. Rosen, wir wenden uns mit dieser Veranstaltung natürlich regional hier im Ruhrgebiet an die Mitglieder des DVS, an die Kunden der GSI, um Ihnen auf kürzestem Wege wichtige Informationen aus der Schweißtechnik zugänglich zu machen.
Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, mit den hier ansässigen Universitäten und Hochschulen in den Dialog zu treten. Und letztlich ist es für die Besucher der Veranstaltung auch hochattraktiv, denn wir bieten den Mitgliedern des DVS 50% Rabatt auf den Tagungsbeitrag und wollen damit das Zusammenspiel zwischen SLV und DVS auch unterstützen. Herr Professor Keitel, Frau Kempken, ganz herzlichen Dank für dieses Interview und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Veranstaltung. Vielen Dank. Am 23. Februar fand in Engelskirchen die Endrunde des Dörrenberg Studien Award 2010 statt. Hier präsentierten 5 Studenten ihre Studienarbeiten auf dem Gebiet der Werkstofftechnik. In diesem Jahr wurden gleich 2 Arbeiten mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Auch im nächsten Jahr wird die Dörrenberg Edelstahl GmbH den Studien Award 2011 vergeben. Bewerbungen für werkstoffkundliche Studien oder Projektarbeiten können bis zum 31.12. eingereicht werden. Vom 3. bis 5. Mai findet in Singapur die International Thermal Spray Conference, kurz ITSC, statt. Zum zweiten Mal nach 2008 steht die Nachwuchsförderung im Mittelpunkt. Unter dem Motto 5 Folien in 5 Minuten erhalten junge Wissenschaftler die Möglichkeit, sich und ihre Arbeiten zu präsentieren. Die beiden Besten werden mit einem Preis ausgezeichnet. So viel von uns für heute. Das waren Ihre DVS-TV-Nachrichten mit aktuellen Informationen aus der Branche. Wir freuen uns, Sie in Kürze zu unserer neuen Sendung hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, Ihr DVS-TV-Team.